Können niemals eine Beziehung zu einem Menschen führen, der uns nicht etwas aus unserem Unterbewusstsein spiegelt. Wir sind damit aufgewachsen, dass, also ich zum Beispiel, ja, dass Beziehungen in der Regel am Anfang immer schön sind und danach zeigt der andere sein wahres Gesicht. Wenn wir es aber aus einer anderen Ebene sehen, wir können immer nur Menschen anziehen, die zu unserer Energie passen, die unserer Energie ähnlich sind. Und die irgendwann, wenn wir länger zusammen sind, die unbewussten Traumas, die unterbewussten, schmerzhaften Erfahrungen, die wir früher mal hatten in der Kindheit, ja, vielleicht auch die ersten 3 Jahre, vielleicht auch die Zeit im Bauch der Mutter, an die wir uns gar nicht erinnern können, irgendwann wird es, dieser Partner wird uns da triggern, damit wir heilen können. Aus der anderen Perspektive, aus der spirituellen Seite, wenn wir uns das anschauen, ziehen wir uns gegenseitig immer an, um gegenseitig zu heilen, ne? Um uns im Beziehungskontext zu heilen.